Leute. Ich will euch begleiten und euch zur Seite stehen. Vergiss es! Du willst nur mit, um uns zur rechten Zeit davon abzuhalten, den Walmart zu vernichten. Nix da. Doch da! Du kommst nur mit, damit du später sagen kannst, hey, ich habe die ganze Zeit für Walmart gearbeitet. Will ich nicht, Kyle. Lass ihn einfach mitkommen, der Bus fährt gleich. Na schön, gut. Komm mit, Fettsack. Ihr habt ja keine Ahnung, dass ich heimlich für den Walmart arbeite. Das habe ich gehört. Was denn? Du sagtest, dass du Penner heimlich für den Walmart arbeitest. Das habe ich so nicht gesagt. Komm schon, Alter. Er hilft Walmart und will uns boykottieren. Wir müssen los. Herrgott nochmal. Packen wir es an. Das bezweifle ich, Kyle. Walmart ist ein super Laden. Ich lasse nicht zu, dass ihr Narren seine herrlichen Schnäppchen kaputt macht. Ich arbeite nämlich schon die ganze Zeit für Walmart. Das wusste ich. Wusstest du nicht? Wusste ich doch. Ich hab das von Anfang an gesagt. Nein, hast du nicht. Hab ich schon. Hast du nicht. Hab ich schon. Hast du nicht. Weißt du, Kyle, ich war es, der in Arkansas die Busreifen zerstochen hat. Hatte ich gesagt. Ich hab's in der Sekunde gesagt. Und ich hatte gesagt, ich kann nicht hören. Tut mir leid, Jungs. Aber wenn ihr Walmart wehtun wollt, dann müsst ihr erst an mir vorbei.